Diesmal möchten wir für dieses Messer eine individuelle Scheide entwerfen und auch bauen. Und zwar eine Kombination mit Kydex und Leder. Hallo und herzlich willkommen bei Diktum. Diesmal geht es wieder um das Thema Messerbau. Und zwar genauer gesagt um das Thema Scheide. Die Scheide ist eine sehr individuelle Sache. Es gibt da nicht die Scheide für jedes Messer, sondern die Scheide sollte eigentlich zu jedem Messer passend entwickelt werden. Wir haben ja in anderen Videos schon gezeigt, wie wir die Griffschalen selbst gegossen haben mit Epoxidharz und einer Einlage aus Tannenzapfen. Und wie wir diese Griffe auf den Messerrohling montiert haben, mit Hilfe von Corby-Schraubnieten und was es so bei der Griffgestaltung zu beachten gilt. Jetzt geht es um den Entwurf einer dazu passenden Scheide. Ich werde in diesem Video nicht unbedingt genau erklären, wie man mit Kydex arbeitet oder wie man Leder näht. Dazu haben wir ja auch schon Videos gemacht, sondern es geht hier um den Entwicklungsprozess. Wie entwickle ich für dieses Messer eine individuelle Scheide? Ich habe mir mal zwei Vorlagen mitgebracht, die ich als Ideengeber quasi benutze. Bei dieser Scheide finde ich es recht schön, dass man von dem Messergriff sehr schön viel sieht. Ja, sollte bei diesem Messer auch so sein, dass man da möglichst viel von dem Griff sieht. Dann ist das Messer hier eigentlich recht gut gesichert. Es kann also hier eigentlich nicht rausfallen. Der Schwerpunkt bei dieser Scheide ist relativ, eigentlich zu weit oben. Also es kippelt immer, es tendiert dazu, leicht so in diese Richtung zu kippeln. Deswegen würde ich das zum Beispiel dann die Schlaufe ein bisschen weiter nach oben verlagern. Dann habe ich hier ein zweites Beispiel mitgebracht, eine sogenannte Köcherscheide. Die ist eigentlich auch nur ein Schlauch genäht, auch eine recht simple Scheide. Das Schöne an der ist, hier kann ich das Messer einfach einstecken und es sinkt hier in diesem Cover innen drin in so einer Halterung, in so einem Inlay ein. Und beide Ideen würde ich jetzt gerne miteinander kombinieren. Also, dass man möglichst viel vom Griff sieht. Hier sehe ich ja fast nichts vom Griff. Aber eben, dass ich auch ein Inlay habe, was so die Klinge aufnimmt, was auch so ein bisschen Schutz bietet. Und vor allen Dingen, wenn ich nachher so eine Naht habe wie hier, dass die Naht dadurch auch geschützt ist. Meine Grundidee ist jetzt, dass ich aus Kydex einmal ein Inlay forme, das die Klinge ummantelt. Dadurch eben die Klinge geschützt ist, auch wenn sie nass ist und so weiter, dass es innen drin in der Lederscheide nicht irgendwie anfängt zu modern. Und als zweites, dass ich, wenn ich die Scheide an den Gürtel machen möchte, dass ich nicht jedes Mal den Gürtel komplett ausfädeln muss, beziehungsweise wenn ich jetzt zum Beispiel noch mehrere Taschen am Gürtel habe, dass ich die einfach beiseite schieben kann und es dann aufschieben kann und dann gegebenenfalls mit dem Druckknopf sichern. Deswegen machen wir als erstes jetzt die ganzen Geschichten mit Kydex. Und hinterher dann überlegen wir, wie wir die Lederscheide quasi da drumherum bauen. Als erstes schneiden wir uns also zwei Stücke Kydex zu. Einmal eins für die Klinge. Dafür brauchen wir ungefähr die doppelte Breite mit Zugabe dann eben, dass die Klinge komplett gecovert wird, auch in der Länge. Kydex lässt sich ja recht einfach zuschneiden. Wir haben über die Verarbeitung von Kydex ein eigenes Video gemacht. Das verlinken wir euch in der YouTube-Beschreibung bzw. blenden den Link auch oben rechts ein. Für den Gürtelclip habe ich ein etwas dickeres Kydex verwendet, das ein bisschen stabiler ist. Und auch dieses Kydex lässt sich mit dem Tapeziermesser einfach zuschneiden und brechen. Kurz zur Verarbeitung von Kydex. Kydex lässt sich sehr leicht verarbeiten, wird einfach erhitzt, zum Beispiel mit einem kleinen Backofen oder einem Heißluftgebläse. Auf 130 bis 160 Grad, wenn das Kydex gummiartig weich ist, kann man es um ein Objekt drumherum legen, falten, pressen und so weiter. Und es erkaltet dann und wird dann wieder fest, sodass man eine Kunststoffform hat, die sich optimal um einen Gegenstand drumherum liegt. In unserem Fall ist das jetzt eben die Messerklinge. Wir machen jetzt also dieses Inlay aus Kydex. Dazu legen wir das Kydex direkt um die Klinge drumherum und pressen es dann in diesem Schaumgummi. Das ist jetzt ein ganz normaler Schaumstoff, der normalerweise als Unterlage zum Beispiel unter Waschmaschinen und unter dem Wäschetrockner verwendet wird. Und daraus habe ich zwei Stücke zugeschnitten und verwende das als Presse. Nach circa 5 bis 10 Minuten kann man das Kydex aus der Presse wieder rausnehmen. Es ist dann erkaltet und wieder fest. Das Kydex hat sich jetzt komplett um unsere Klinge drumherum gelegt. Ihr merkt, wie schwer das jetzt hier rausgeht und hat die komplette Form abgegriffen. Man sieht es schön an den Ausprägungen. Also auch der Schliff ist wirklich richtig
konturiert in dem Inlay jetzt drin. Jetzt haben wir hier oben am oberen Ende, wo die Zwinge ist, natürlich einen Winkel. Und den müssen wir jetzt noch anzeichnen. Diesen Winkel vor dem ersten Pressen anzuzeichnen und das Kydex entsprechend zuzuschneiden, ist nahezu unmöglich. Deswegen brauchen wir da im Grunde genommen zwei Pressgänge. Mit Hilfe dieses Klötzchens zeichne ich mir jetzt die Schräge an und schneide diesen Winkel dann den Überstand einfach weg. Den kleinen Winkel oben habe ich jetzt abgeschnitten. Dadurch passt jetzt die Klinge nicht mehr komplett in mein Cover rein. Ist klar, weil das Kydex ja wirklich formschlüssig um die Klinge drumherum gelegt hat, ist jetzt oben eben Luft. Und damit sich das Cover wirklich komplett drumherum legt, legen wir das Kydex nochmal in den Ofen und machen einen zweiten Pressgang. Durch die angepasste Schräge kann ich das Kydex jetzt wirklich oben bündig mit der Zwinge anlegen und dann wirklich nochmal formschlüssig alles pressen. So, schauen wir mal, wie es geworden ist. Ja, das schaut gut aus. Die Klinge passt perfekt rein und das Cover bzw. das Inlay liegt oben bündig an der Zwinge an. Auf beiden Seiten, so muss das sein. Die Kontur der Klinge ist gut abgegriffen. Hier unten die kleine Öffnung ist auch ganz praktisch. Da kann dann zum Beispiel Feuchtigkeit auslaufen, wenn man die Klinge zum Beispiel im nassen Zustand in dieses Inlay reinsteckt. Beim Gürtelclip das gleiche Vorgehen. Zum Herstellen eines Gürtelclips haben wir in unserem Kydex-Video auch eine ausführliche Anleitung drin. Deswegen hier nochmal ganz kurz. Man nimmt ein Stückchen Holz, was die gleiche Breite hat wie der Gürtel, den man nachher benutzt, und presst dann einfach damit einen Gürtelclip. Den Zuschnitt des Gürtelclips und so weiter, das zeigen wir alles nachher. So, die Kydex-Arbeiten sind jetzt abgeschlossen. Ich habe die beiden Teile, also die Gürtelschlaufe und das Inlay, im Rotzustand so belassen, wie es jetzt ist. Die Schräge ist ja aufgegriffen, das bleibt ja dann so. Alles andere kommt später, also wenn ich weiß, wie ich die Gürtelschlaufe und das Inlay wirklich verbaue. Klebe ich es nur ein oder brauche ich irgendwo noch Material, um zum Beispiel Nieten oder Ösen einzuschlagen? Für den Entwurfsprozess brauche ich hauptsächlich zum Arbeiten erstmal Papierwehr. Das Leder brauche ich erst später, da wird nichts zugeschnitten vorerst. Wenn, dann schneide ich mir hier vielleicht einen Streifen ab, damit ich gucken kann, wie sich das Leder verhält, wie sich es biegt, in welchen Radien und so weiter. Damit ich zum Beispiel Umfang und so weiter direkt mit dem richtigen Material ausprobieren kann. Dann brauche ich alle anderen Materialien und Zubehör wie Ösen, Nieten und so weiter, um die Durchmesser zum Beispiel zu haben. Wenn ich jetzt hier einen Druckknopf setzen will, wie viel Platz brauche ich da drumherum? Dann zum Anzeichnen an sich brauche ich Zeichenwerkzeuge, Bleistift, Geodreieck, Lineal. Zum Ausschneiden des Musters nachher dann ein Cutter oder ein Teppichmesser. Ganz praktisch sind solche Klemmen hier. Wenn ich zum Beispiel irgendwo das Leder drumherum legen will und dann messen will, wie viel Platz ich da habe, wie lang das geworden ist und so weiter, kann ich das hier vorübergehend mit diesen Klemmen zum Beispiel fixieren. Eventuell einen Messschieber für Materialstärken zu messen. Viel mehr braucht man da eigentlich nicht zum Entwerfen. Gehen wir doch direkt mal in den Entwurfsprozess hinein. Als erstes überlegen wir uns, wie schaut unser Inlay nachher genau aus. Folge ich der Klinge 1:1 der Außenkontur oder brauche ich einen Überstand, um die Klinge bzw. das Inlay nachher mit dem Leder zu vernieten? Dazu zeichne ich mir die Form der Klinge genau an. Ich übertrage mir also erstmal die Position der Zwinge, sodass ich die Zwinge bzw. das Messer genau außen auflegen kann. Und dann kann ich mir die Form der Klinge übertragen. Wenn ich jetzt im unteren Teil noch eine Öse durchschlagen möchte, zum Beispiel hier, brauche ich entsprechend Material, was übersteht. Jetzt die Frage, ist meine Öse, mein Ösenmaterial lang genug, damit ich das Kydex komplett mit Leder ummantelt einbauen kann? Beziehungsweise ist die Öse lang genug, dass sie noch auf der Außenseite dann wieder ordentlich umbörtelt? Ich muss also herausfinden,
wie stark mein Material an der Stelle ist, wo ich die Öse setzen will, beziehungsweise wie lang muss meine Öse sein, dass sie bei der Materialstärke von 2 Lagen Leder plus Inlay außen noch ordentlich umbörtelt. Dazu lege ich einfach ein Stück Leder an der Stelle eben auf mein Inlay und messe die Stelle aus. So, da haben wir jetzt an dieser Stelle ja knapp 8 mm Materialstärke, ein bisschen weniger, aber ca. 8 mm. Meine Ösenlänge ist aber nur, ja, die Öse an sich ist etwas länger als 7 mm. Das wird also nicht reichen, die wird außen nicht ordentlich umbörteln. Also die Idee, das Leder fest zu nieten an der Stelle und eventuell die Öse dann für eine Beinschlaufe zum Beispiel zu nutzen, die wird nicht funktionieren, zumindest nicht mit dem Material, was ich gerade zur Verfügung habe. Also gibt es eine Alternative, entweder müsste ich eine längere Öse besorgen oder ich sage, ich klebe das Inlay nachher einfach mit ein. Ich mache jetzt Letzteres, ich klebe das Inlay nachher einfach mit ein und die Form des Inlays kann ich jetzt entsprechend der Schneidenkante anpassen. Also braucht da ein bisschen Überstand, dass die Schneide komplett umhüllt ist. Und jetzt gebe ich so nach Augenmaß ca. 5 mm Überstand und zeichne mir das ein. Der Rest, der da jetzt außen ist, den schneiden wir dann einfach weg. Nachdem wir jetzt die Entscheidung getroffen haben, wie unser Inlay ausschaut, können wir an den Entwurf unserer Scheide gehen. Hier ist das Cover schon zugeschnitten, das Inlay. Und jetzt können wir hingehen und sagen, okay, wie groß muss jetzt mein Leder sein, wenn ich das um dieses Inlay drumherum lege. Dazu nehme ich mir einfach einen Streifen, lege den drumherum und jetzt kann ich genau ausmessen, wie lang mein Leder da sein muss. Dazu mache ich einfach mit dem Fingernagel eine Markierung, beziehungsweise kann auch mit einem Stift mir das anzeichnen. Und jetzt kann ich messen, wie breit mein Leder an der Stelle sein muss. Das sind jetzt in dem Fall genau 10,5 cm. Hälfte von 10,5 sind 5,3 in etwa, ein bisschen aufgerundet. Lieber ein bisschen mehr Material geben als zu wenig. Also auf beiden Seiten 5,3 cm sollte meine Scheide an dieser Stelle breit sein, auf beiden Seiten. Als nächstes zeichne ich mir die Kontur des Inlays nochmal auf mein Papier an, damit ich dann da entsprechend die Form der Scheide auch anpassen kann. Ich habe in der Mitte einen kleinen Abstand, weil da ja auch das Leder, die Lederstärke ist. Und jetzt kann ich die Schräge der Zwinge bzw. die Schräge des Inlays entsprechend genau anzeichnen. Hier oben wird es dann so ein bisschen rund. Unten soll die Scheide offen bleiben, damit Feuchtigkeit, Flüssigkeiten, die eventuell an der Klinge sind, nach unten einfach abtropfen können. Und jetzt zeichne ich parallel die Kante an und hier unten mache ich es rechtwinklig, damit ich da eine gerade Kante habe. Das Ganze ein bisschen anpassen und da läuft dann die Naht. So, jetzt habe ich schon mal den unteren Teil meiner Scheide entwickelt. Jetzt müssen wir den oberen Teil unserer Scheide entwerfen. Dazu zeichne ich mir einfach mal die Konturen des Griffs grob auf als Orientierungshilfe. Das ist jetzt eine harmonische Form hier oben. Das Leder soll bis zur Zwinge gehen und dann nachher um die Zwinge nach oben laufen, damit der Griff ein bisschen gestützt ist, damit das Messer Halt in der Scheide findet, auch oben. Ich muss mir also überlegen, wie ich den Übergang von unten der Ummantlung des Inlays zum Griff oben hin gestalte. Hier wird die Naht sein und jetzt muss ich überlegen, wie kriege ich diesen Übergang dahin. Da mache ich jetzt einfach mal so eine Kurve, die so ungefähr in die Mitte des Griffs laufen soll. So auf die Nieten zum Beispiel, dass die Achse der Nieten aufgegriffen wird. Dazu gucke ich nochmal, wie sich das Leder biegt, aber es wird sich hier ganz gut drum rumlegen. Und da kann ich jetzt auch nochmal, damit ich auf Nummer sicher bin, gucken, wie viel Material brauche ich da. Und dann habe ich hier, das müsste funktionieren mit dem Überstand, so, wird sich das Leder bis in die Mitte biegen. Jetzt überlege ich, wie hoch ziehe ich diese Vorderseite und da möchte ich so ungefähr bis auf die Mitte der mittleren Niete auch wieder gehen. Also hier ist meine
Vorderseite dann zu Ende. Und dann mache ich jetzt eine harmonische Kurve, dass das Leder sich da entsprechend sanft umschließt. Eine harmonische Kurve oder harmonische Formen sind immer besser als scharfkantige Ecken. Scharfkantige Ecken reißen leicht ein. Als nächstes muss ich jetzt auch die Rückseite mitgestalten. Dazu muss ich den unteren Teil der Scheide, weil der ist ja 1:1 der gleiche wie auf der Vorderseite, muss ich den auf die Rückseite quasi spiegeln. Ich schneide dazu einfach die Form grob aus und falte sie zusammen. So habe ich dann wirklich die gespiegelte Form gleich auf der, ja, für die Rückseite übertragen. Dazu erstmal an der Kante entlang falten und dann nochmal auf die andere Seite zurückfalten. Und so habe ich jetzt wirklich die Kontur, kann das genau abzeichnen. So, jetzt habe ich die Rückseite hier. So, kurz nochmal die Kontur des Inlays anzeichnen, damit die Bestandteile wirklich ihren Platz nachher auch finden und ausreichend Halt. Und jetzt die Überlegung, wie gehe ich oben weiter vor? Da kommt ja die Schlaufe hin. Bei meiner Grundidee von dieser Scheide hier, die hatte ja einen schlechten Schwerpunkt. Ich möchte also etwas höher gehen, dass das Messer wirklich oben steht. Also mit dem Gürtelclip gehe ich entsprechend ja auch bis über die obere Niete. Oder bis an die obere Niete heran, besser gesagt. Also zeichne ich mir hier den Übergang an, wo dann die Schlaufe anfängt. Und die Schlaufe, das ist eine gerade Schlaufe, also kann ich die einfach nach oben ja, verlängern. Breite machen wir mal so ja, 2,8 in etwa. Können wir nachher auch noch schmäler oder breiter machen. Wir sind ja noch im Entwurfsprozess. Also hier oben wird dann die Schlaufe. Das Leder kann ich dann entsprechend nachher zuschneiden, solange ich es brauche. Außerdem brauche ich ja noch den Riegel, diesen Riemen, der den Verschluss der Scheide bildet, dass mein Messer da nicht rausfällt. Der Verschluss muss mindestens so breit sein wie der Druckknopf, also ja, so wie der Riemen, den ich jetzt gerade hier in der Hand habe. Und er sollte sich ja idealerweise möglichst harmonisch und dicht um die Zwinge drumherum legen. Also muss da der Winkel stimmen. Und das kann ich jetzt auch wieder einfach durch Ausprobieren ermitteln. Wenn ich steiler gehe, dann habe ich unten einen Abstand. Muss ich ein bisschen schräger gehen, dass der eben entsprechend hier quasi so im 45-Grad-Winkel muss dieser Riemen da weggehen. Also nicht zu steil und nicht zu flach, sondern eben den Winkel der Zwinge genau aufgreifen. Und das sind jetzt, ja, damit ich dann da auf die Mitte der Scheide komme, ungefähr 45 Grad. Und so kann ich das dann eben auf der Rückseite auch anzeichnen. Am besten probiert man sowas einfach wirklich mit einem Stück Leder aus. Wie legt sich das Leder dahin und in welchem Winkel muss ich den Riemen anzeichnen, dass der sich um die Zwinge richtig drumherum legt. So, nun der Übergang vom unteren Teil in den Riemen hinein. Am Ansatz kann der Riemen ja ruhig ein bisschen schmäler sein, da ist ja nicht der Druckknopf. Also brauche ich hier einen harmonischen Übergang, eine Rundung. Für Rundungen kann man immer irgendwelche Gegenstände verwenden, Münzen, Knöpfe, Tassen und so weiter, um die anzuzeichnen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier diesen Übergang machen möchte, könnte ich dafür das Markstück nehmen. Ich muss aber jetzt, stelle ich gerade fest, ein bisschen höher gehen. Ja, also dies ist ja die Oberkante der Vorderseite und da kann ich ja auf der Rückseite eigentlich erst anfangen mit meinem Übergang in den Riemen rein. Also sollte ich das da irgendwie ansetzen. Und da einen harmonischen Übergang machen. Das mache ich jetzt doch mal so, dass ich hier da eine harmonische Kurve in den Riemen reinkriege. Der Riemen, wie gesagt, kann ja leicht konisch laufen. Dann schlägt er sich auch leichter um die Zwinge drumherum. Harmonisch wird es auch, wenn Rundungen immer wieder aufgegriffen werden. Also auf der Vorderseite die Rundung, die auch auf der Rückseite ist. Und jetzt kann ich hier den Riemen schon mal so ein bisschen konisch anzeichnen. So. Dann die Breite des Knopfes berücksichtigen, dass der Riemen breit genug wird. Und dann kann ich den entsprechend nach unten verlängern. In etwa so. Jetzt habe ich hier wieder dann den Übergang quasi zwischen dem Teil, was nachher die Schlaufe bietet. Da ist mir der Radius aber ein bisschen zu groß von dem Markstück. Da verlängern wir mal die Schlaufe ein bisschen nach unten. Und dann sollte hier in diesem Bereich auch ein harmonischer Übergang sein. Damit sich das ordentlich umschlägt, nochmal kurz testen, wie das sich verhält. So, also idealerweise gehe ich hier auch ein bisschen schmäler, dass
der Winkel unten im Knick dann stimmt. Und dann kann ich hier zum Beispiel jetzt mit dem Druckknopf an sich eine Rundung einzeichnen. Und jetzt werde ich dann wieder oben nach oben hin wieder ein bisschen breiter für meinen Gürtelclip, dass der eben dann auf diese 2,8 ausläuft. Jetzt sind wir schon recht weit mit unserer Form, unserer Messerscheide. Dann müssen wir uns noch Gedanken machen um den Clip. Also oben kommt hier das Inlay rein, beziehungsweise der Gürtelclip kommt oben rein. Und wir brauchen dann noch Platz für den Druckknopf auf der Rückseite. Die Gürtelschlaufe soll ja auch durch einen Druckknopf gesichert werden. Also hier haben wir das Inlay. Das können wir eventuell noch ein bisschen schmäler schneiden, das überlegen wir dann noch. Aber so ungefähr hier soll dann nachher auch der Druckknopf sitzen. Also müssen wir wahrscheinlich diesen Clip dann ein bisschen kürzen. Aber vom Leder her müsste das so passen. Als Tipp zum Ausschneiden solcher komplexen Formen immer erst alle Geraden schneiden. Also jetzt zum Beispiel die gerade Unterkante und die Riemen. Und dann im Anschluss alle Kurven und Radien, sodass man eben die Geraden effizient mit einem Lineal schneiden kann und die Kurven dann nachher freihand. Dann hat man weniger Material, wenn es an die Kurven geht. Erstmal alles grob ausschneiden, alle Geraden und dann die Kurven und Radien. Mit Hilfe des Papiermusters können wir jetzt ausprobieren, ob das im Leder überhaupt so funktionieren wird. Also wir legen das einfach mal alles aufeinander. Schauen, okay, hier kommt das drumherum und jetzt merke ich schon zum Beispiel hier, da ist es zu schmal, da habe ich zu wenig Platz für den Druckknopf, also muss ich da ein bisschen was noch an Lederbreite, am Riemenbreite dazu addieren. Für die Naht unten, das müsste funktionieren, aber hier an der Stelle, wo der Druckknopf hinkommen soll, da ist einfach zu wenig Platz. Also wenn da der Druckknopf ist, das muss ich mir anzeichnen, dass ich da dann nachher, seht das, dass der Druckknopf wirklich komplett mit Leder umschlossen ist. Das muss ich jetzt noch markieren, dass ich da mehr Material brauche. Am Papiermuster ist es jetzt nicht schlimm, da mache ich mir die Markierung hin. Hätte ich es jetzt aus Leder schon zugeschnitten, dann wäre es ärgerlich, dann hätte mein Druckknopf keinen Platz. Gucken wir noch, wie das mit der Gürtelschlaufe, mit dem Gürtelclip funktioniert. Das wird auch hinhauen. Und genug Platz für den Druckknopf ist auch da. Also mit dieser Vorlage können wir uns jetzt mal aufs Leder wagen. So, das Muster, unser Pappmuster zum Zuschnitt, haben wir jetzt soweit fertig. Gibt es noch ein paar weitere Überlegungen, die man berücksichtigen sollte? Und zwar, wir haben hier dann nachher, das schlägt ja so um das Messer drumherum. Also da ist dann eben die Haarseite ist außen. Haben wir hier innen dann die Fleischseite. Die ist ja nicht unbedingt die schönste Seite vom Leder. Bei den meisten Scheiden wird deswegen die Schlaufe für den Gürtel angesetzt, damit auch da dann eben die Haarseite außen ist und eine glatte Seite ist. Ich mache das jetzt hier bei den Prototypen aber erstmal so, dass ich mir hier die Naht spare und nehme das in Kauf, dass ich jetzt hier dann nachher die Fleischseite außen habe. Gucken, wie sich das entwickelt, je nachdem, aus welchem Stück ich das rausschneide. Die Fleischseite ist ja innen drin nicht immer gleich. Manche Stellen sind rauer, manche sind glatter. Und wenn das dann gewachsen ist, je nachdem, wie das ausschaut, muss ich hier eventuell nochmal eine neue Scheide bauen. Aber es ist ja eine Entwicklungsarbeit. Also das lasse ich jetzt erstmal so. Dann beim Zuschnitt lasse ich ein bisschen mehr, da wo die Naht ist, ein bisschen mehr stehen. Wirklich großzügig und es kann sein, dass ich nachher beim Zuschnitt oder beziehungsweise wenn es zugeschnitten ist, merke, es funktioniert so nicht. Also das Leder schlägt sich nicht so rum, vielleicht weil das Stück etwas steifer ist oder weil ich irgendwelche Radien nicht berücksichtigt habe. Aber das ist halt Entwicklungsarbeit, die ich jetzt mache. Und deswegen, jetzt gehen wir mit dem Papier aufs Leder, zeichnen das an und schneiden das alles erstmal sorgsam aus. Zum Anzeichnen verwende ich einfach einen Kugelschreiber. Auf der Fleischseite zeichne ich das an. Es gibt spezielle Silberstifte für den Lederzuschnitt und zum Anzeichnen, die sich nachher wieder entfernen lassen. Aber jetzt bei den Prototypen auf der Innenseite kann ich ruhig mit einem Kugelschreiber erstmal arbeiten. Die Verriegelung, hat man gesagt, wird ein bisschen breiter. Deswegen zeichne ich die jetzt hier nochmal mit einem Lineal an, sodass das in dem Bereich, wo nachher der Druckknopf hinkommt, breiter ist als auf meiner Papierschablone. Und ihr seht, da wird dann der Druckknopf genügend Platz finden nachher.
Die endgültige Form und die genaue Länge, das legen wir nach dem Nähen fest, wenn wir genau wissen, wo der Druckknopf wirklich hinkommt. Und auch beim Zuschnitt des Leders gilt, immer erstmal die ganzen geraden Kanten schneiden und dann die Rundungen. Also für die geraden kann ich wieder mit Hilfe eines Lineals, eines Stahllineals, wirklich saubere Geraden schneiden. Hinterher dann die Rundungen. Bei den Rundungen gibt es auch noch einen Tipp, und zwar alle Innenradien, die enger sind, lassen sich oft mit der Hand schwer schneiden. Einfacher geht es dann mit Locheisen. Besonders praktisch ist es, wenn man Locheisen in verschiedenen Durchmessern hat, sodass man die verschiedenen Radien, die an einem Werkstück sind, damit einfach durchschlagen kann, ohne dass man da diese kleinen Radien umständlich mit der Hand schneiden muss. Und jetzt seht ihr auch den Grund, warum man niemals auf einer Schneidunterlage schlagen sollte. Die Löcher, die werden in der Schneidunterlage dann ausgestanzt. Aus diesen Rundungen heraus können wir jetzt die Geraden rausschneiden. Also die Öffnungen dienen uns jetzt als Anlagepunkt für unser Lineal. So können wir dann wirklich saubere Übergänge zwischen den Rundungen und den Geraden herstellen. So, der Zuschnitt ist damit im Grunde genommen fertig. Jetzt können wir das erste Mal ausprobieren, wie sich das Leder wirklich um unser Konstrukt, also Messer mit Inlay, drumherum legt. Das schaut soweit ganz gut aus. Ich habe genügend Überstände, dass ich eine Naht anbringen kann und auch die Überschläge hier für den Verschluss und so weiter. Das sollte funktionieren. So, bevor wir jetzt an das Nähen gehen, müssen wir noch überlegen, ob es noch irgendwelche Stellen gibt, wo wir nachher nicht mehr rankommen, wo wir eventuell was festnieten müssen. Das ist jetzt bei dieser Geschichte hier so, dass wir ja den Druckknopf auf der Vorderseite haben. Also, wenn wir das nochmal alles zusammenstecken und unser Messer hier reinlegen. So, und wir nähen dann gleich. Das geht ein bisschen auf hier. So. Dann muss dann der Druckknopf irgendwie hier hin, an dieser Stelle muss der Druckknopf hin. Heißt in dem Teil, und da komme ich nachher, kann ich hier nicht mehr nieten. Deswegen muss ich das vorher machen. Ja? Also diese Position, die zeichne ich mir jetzt mal an. Genau, Druckknopf kommt hier hin, auf diese Stelle. Und das markiere ich mir dann am besten mit einem Punkt hier. Sondern mein Druckknopf hin, dann kriegt die Kydex-Schlaufe kriegt ja auch einen Druckknopf, aber hier komme ich nachher in den Bereich und so weiter, komme ich immer noch hin. Also da sollte es kein Problem sein, auch ja, in den Bereich hier komme ich immer noch hin, sodass ich da immer noch ein Loch zum Nieten reinbekomme. Das sollte mich dann nachher nicht stören. Aber die hier, dieses Loch, das müssen wir jetzt als erstes machen. Bei Druckknöpfen ist meistens so Montagewerkzeug mit dabei. Das hier soll zum Beispiel ein Locheisen sein, um Löcher zu machen. Besser geht das mit einem gescheiten Locheisen. Da kann ich das wirklich sauber schneiden. Und da bin ich auch gewiss, dass das wirklich gut geschärft ist und ich ein sauberes Loch hinkriege. So, der Druckknopf ist jetzt da vernietet. Nochmal ein kleiner Funktionstest. Manchmal verbiegen die sich beim Nieten, aber ja, funktioniert noch. Gut. Was muss ich noch vorm Vernähen berücksichtigen? Es gibt so manche Kanten, die komme ich nachher schlecht dran. Also da kann ich jetzt schon mal ein bisschen Kantenarbeit machen, also mit dem Kantenabzieher die Rundungen machen, die Kanten ein bisschen versäubern. Wenn ich da nachher das vernäht habe, komme ich vielleicht gar nicht mehr hin oder schlechter hin. Also hier einfach nochmal so ein paar Stellen kann man jetzt schon bearbeiten. Da eigentlich nicht. So, das lassen wir so. Die Kanten, die werden nachher vernäht und zusammen verputzt. Da brauchen wir jetzt noch nichts machen. Aber die anderen Kanten, zum Beispiel am Riemen, da komme ich nachher auch auf die Innenseiten schlecht hin. Das kann ich alles jetzt schon machen. Vor dem Vernähen habe ich die Kante, die vernäht wird,
mit Lederkleber eingestrichen. Lederkleber ist ein Kontaktkleber, also auf beiden Seiten auftragen und jetzt die beiden Teile wirklich dicht aufeinander legen. Dann kann ich sicher sein, dass nachher beim Vernähen nichts verrutscht. Beim Zusammenlegen direkt darauf achten, dass beide Kanten wirklich schön passend aufeinander liegen. Kontaktkleber kriegt seine Festigkeit durch den ersten Initialdruck. Es ist wie ein Klettverschluss, der wird ordentlich zusammengedrückt. Deswegen schlage ich jetzt hier mit einem Hammer, mit einer sauberen Finne, kräftig auf die Kante, sodass der Kleber sich wirklich durch den Druck wirklich gut verbindet. So, das schaut gut aus. Kanten sind schön parallel. Probieren wir nochmal aus, ob unser Inlay da auch reinpasst. Ja, es ist recht stramm, aber so soll das auch sein. Und jetzt zeichne ich mir dann die Linie an, an der ich dann gleich nähen werde. Mit der Hilfe eines Zirkels markiere ich mir die Nahtposition. Vernäht wird die Lederscheide mit Hilfe einer klassischen Sattlernaht, also mit zwei Nadeln, einem gewachsenen Faden und so weiter. Ich merke gerade, meine Ledernähkünste sind doch ein bisschen eingerostet. Wenn man das nicht ständig macht, muss man immer erstmal wieder reinkommen. Zum Thema Ledernähen und Sattlernaht haben wir schon mal ein ausführliches Video mit Herbert Ritter gemacht. Das verlinken wir euch in der Videobeschreibung und blenden es auch oben ein. Zum Abschluss der Naht wird die Naht noch mit drei Stichen zurück vernäht, sodass sie nicht aufgehen kann und der Faden auf der Hinterseite einfach abgekappt. Nun geht es ans Einkleben des Inlays. Ja, nochmal kurz kontrollieren, ob uns das Inlay zum Beispiel stören würde, wenn es eingeklebt ist beim Anbringen des Druckknopfs. Nein, es schaut aber ganz gut aus. Das wird so, wie es ist, funktionieren. Da ist genügend Platz für den Druckknopf. Also können wir das Inlay so eigentlich einkleben. Für das Einkleben verwende ich auch hier wieder den normalen Lederkleber, also den Kontaktkleber. Ein bisschen schwierig ist es jetzt da, mit dem den Kleber ins Innere einzutragen. Da behelfe ich mir jetzt einfach mit einem kleinen Pinsel. Damit kann ich den sowohl innen in der Scheide auftragen, als auch gleich auf dem Inlay selbst. Den Kontaktkleber lässt man dann so kurze Zeit antrocknen, dass er wirklich grifffest ist, also nicht mehr am Finger klebt, sondern wirklich trocken sich anfühlt. Und wenn man dann beide Komponenten zusammensteckt und Druck drauf gibt, dann klebt das ordentlich. Deswegen muss man hier recht zügig mit einer Bewegung das Inlay in die Scheide stecken und direkt in die richtige Position und auch hier wieder mit leichten Hammerschlägen den Initialdruck auf die beiden Komponenten geben, sodass sich der Kontaktkleber da gut verbindet. Vorsichtig, nicht den Druckknopf zerschlagen oder sowas. Damit sich das Leder nun schön an die Form von Inlay und Messer anpasst, mache ich es ein bisschen feucht. Durch mehrmaliges Wässern und schnelles Trocknen wird Leder, zumindest fahlgegerbtes oder vegetabil gegerbtes Leder, wird dadurch härter. Man kann auch zum Beispiel Soda ins Wasser geben, um das Leder zusätzlich zu härten. Das feuchte Leder ist ein bisschen geschmeidiger, ein bisschen weicher. Und jetzt spanne ich den Verschluss über den Druckknopf drüber und probiere auch direkt mal aus, wie das mit dem Gürtelclip funktioniert. Der Gürtelclip, das wird hinhauen. Den muss ich mir wohl noch ein bisschen zurechtschleifen. Er ist ein bisschen breit, weil ich habe ja auch das Leder nach unten hin ein bisschen verjüngt. Und ich muss noch überlegen, wie ich den befestige. Klebe ich ihn nur ein oder verniete ich ein oder beziehungsweise nehme ich Ösen, um ihn mit dem Leder dauerhaft zu verbinden. Kleber kann ja aufgehen. Aber ich glaube, ich mache noch zusätzlich vorsichtshalber zwei Nieten in dem Bereich hier hin. So, das Leder ist ein bisschen angetrocknet und jetzt kann ich hier sagen, okay, hier kommt mein Druckknopf hin. Das spannt sich schön rüber und durch ein bisschen Druck habe ich eigentlich genau die Position, wo mein Druckknopf positioniert werden muss. Jetzt darauf achten, dass man die Teile richtig zusammensetzt, also die glatte Seite nach außen und das Kontaktteil, der Clip, der positioniert wird, nach innen. Das kann schon mal sein, im
Arbeitsprozess, dass man die beiden Teile verdreht und dann klappt es nicht. Aber so gehören die ordentlich vernietet. Und ja, ausprobieren. Funktioniert, passt. Das können wir jetzt noch ein bisschen zuschneiden. Zum Beispiel mit einer Lederschere kann man nachher immer solche Anpassungsarbeiten noch recht einfach machen. Der Verschluss funktioniert, geht gut auf und zu. Jetzt können wir uns dann noch um den Gürtelclip hinten kümmern. Wie machen wir die Schlaufe für den Gürtel? Dazu nehmen wir nochmal das Messer raus. Und jetzt überlegen wir, okay, wo kommt unser Kydex-Clip hin und wo muss der Druckknopf hin? Da, wo mein Daumen ist, da kommt der Druckknopf hin und der Gürtelclip, hier habe ich ihn schon zugeschnitten, der muss auf der richtigen Höhe sitzen, dass der Schwerpunkt auch stimmt. Also wir hatten ja gesagt, ungefähr auf der Höhe der oberen Niete vom Messergriff. Also schauen wir nochmal, wo ist unser Messer? Wo stecken wir das nochmal rein? Und dann können wir gucken, damit der Schwerpunkt nachher passt, auf Höhe der oberen Niete. So, dann muss der Clip ungefähr, ja, hier muss der Clip dann sitzen. Und an dieser Stelle müssen wir den dann jetzt einkleben und vernieten. Jetzt haben wir ein Beispiel, was schwierig sein kann bei der Prototypenentwicklung. Ich muss jetzt rausfinden, wo kommen meine Nieten für den Kydex-Clip hin. Ich will den ja verkleben und zusätzlich vernieten, weil Nieten dauerhafter ist als das reine Verkleben. Ich komme allerdings da jetzt relativ schlecht dran an die Position der Nieten. Mit Hilfe einer Ahle kann ich jetzt die Markierung anbringen, damit ich weiß, wo ich muss ich im Leder das Loch einschlagen zum Vernieten. Es wird ein bisschen schwierig nachher beim Vernieten, weil ich ja in der Schlaufe nieten muss. Da muss ich mir was einfallen lassen. Also jetzt hier erstmal die Position ermitteln, wo mein Loch rein muss für die Niete. So. Jetzt stellt sich die Frage, wie kriege ich da eine Niete rein? Also an dieser Position, da muss die Niete hin und wie kriege ich die dann fest? Ich habe dann etwas in der Werkstatt gesucht und dieses Flacheisen gefunden. Ich glaube, das ist eine Schiene von einer alten Zwinge. Missbraucht dafür auf jeden Fall keine neue Zwinge. Werkzeug würde darunter leiden. Aber mit dem Flacheisen hier komme ich genau in die Schlaufe rein und kann jetzt so die Niete genau dahin setzen. Jetzt noch das andere Loch für die zweite Niete definieren. Ich möchte es mit ein bisschen Spannung aufkleben, sodass sich das Leder schön drumherum legt. Also markiere ich das Loch und ziehe dabei dann auch das Leder ein bisschen stramm. Ich kann das Loch auch noch ein bisschen nach innen versetzen. Dann kriege ich auch noch ein bisschen mehr Spannung auf das Leder drauf. So. Jetzt nicht auf dem Metallblock nieten, sondern wirklich auf dem Holzblock wieder die Löcher einschlagen. Die Schlaufe, die Gürtelschlaufe und den Kydex-Clip habe ich wieder mit Lederkleber, Kontaktkleber eingestrichen. Und jetzt muss ich beides möglichst passend und zügig aufeinander bringen. Das ist jetzt schwierig, sodass auch das Loch passt und das Ganze mit Zug. Also jetzt ist auch wieder ein bisschen knifflig, aber wieder ein bisschen Zug draufbringen und darauf achten, dass das Loch im Kydex genau auf dem Loch im Leder rauskommt. Solange ich nicht zu viel Druck auf den Kontaktkleber gebe, kann ich ihn auch zwischendrin noch mal kurz lösen. So, jetzt fixiere ich das hier, halte die Schlaufe da fern, dass mir das Leder nicht im Weg ist und jetzt kann ich hier oben beziehungsweise da an dem verlängerten Teil der Schlaufe den Kydex-Clip vernieten. Optimal ist das jetzt nicht. Ich könnte jetzt zum Beispiel daraus den Schluss ziehen, beim nächsten Mal lasse ich den Kydex-Clip nach unten etwas mehr überstehen. Dann tue ich mir beim Anbringen dieser Niete beim nächsten Mal wesentlich leichter. Ich könnte aber auch hingehen und sagen, ich verniete
den Kydex-Clip zum Beispiel mit dem Druckknopf unten. Das wären dann so Optimierungen, die ich noch machen könnte hinterher. Zum Abschluss der Montagearbeiten kommt jetzt noch der Druckknopf, der als Sicherung für die Gürtelschlaufe dient. Der kommt in diesen Bereich. Und wie vermutet, kann ich beides, sowohl die Schlaufe nach hinten als auch an der Scheide selbst, problemlos einnieten. Ich brauche mir das jetzt nur nochmal markieren, wo der genau hin soll. Und das mache ich auch wieder mit einer Ahle. Beim Vernieten von Druckknöpfen immer darauf achten, dass man die passenden Nietwerkzeuge verwendet. Sehr schnell sind hier die Druckknöpfe durch das falsche Werkzeug verbogen und funktionieren dann nicht. Aber hier hat alles gut geklappt. Das Konzept funktioniert also. Eventuell könnte man das ein oder andere im Design noch verbessern. Aber für so einen Prototypen scheint das ganz gut zu funktionieren. Ich gehe jetzt noch hin und mache die Kanten schön sauber, also heißt es Schleife, gehe nochmal mit den Abziehern über die ein oder andere Kante drüber und poliere die ein bisschen auf. Um schöne Kanten zu bekommen, habe ich als erstes die Kanten geschliffen, dann mit einem Kantenhobel die Kanten gerundet und jetzt poliere ich die mit einem sogenannten Kantenpolierer. Das ist ein Hölzchen mit entsprechenden Einkerbungen und damit kann ich jetzt mit ein bisschen Druck und ein bisschen Feuchtigkeit die Kanten auf Hochglanz polieren. Das gibt einen sehr schönen Akzent. Das Polieren mit Wasser funktioniert bei diesem Leder auch auf der Fleischseite. Ich habe deshalb oben die Gürtelschlaufe, den Gürtelclip damit auch polieren können. Es funktioniert aber nicht bei jedem Leder. Zum Abschluss noch ein bisschen Lederbalsam auf die Scheide. Das gibt ihr ein bisschen Schutz vor Feuchtigkeit und verleiht ihr so ein bisschen Patina. Mit der Zeit wird sie sich eher entwickeln. Das ist das Schöne am Leder. Leder altert nicht, Leder lebt und kriegt einfach dann eine Patina und man sieht dem Leder seine Abenteuer vielleicht an. Lassen wir das Projekt ganz kurz Revue passieren. Wir hatten die Idee für dieses Messer, was wir gebaut haben, eine Scheide zu machen. Und hatten zwei Scheiden als Vorlage. Einmal diese hier mit dem Verschluss, was wir ganz praktisch fanden. Und die Grundform war eigentlich auch attraktiv. Allerdings gab es da das ein oder andere zu verbessern, was den Schwerpunkt angeht. Und auch von der Machart. Bei dieser Köcherscheide hier hat uns das Inlay gut gefallen. Das Konzept haben wir übernommen. Und auch der Schwerpunkt, dass das eben so hängt, ist optimal. Daraus haben wir unsere eigene Messerscheide entwickelt. Wir haben also mit unserem Messer erstmal diese Kydex-Arbeiten gemacht, haben daraus dann das Inlay geformt und den Clip. Und mit diesen Grundbausteinen haben wir uns dann an die Entwicklung einer Vorlage gegeben, eines Musters, und daraus dann unsere eigene individuelle Messerscheide entwickelt. Dass das jetzt so funktioniert hat im ersten Ansatz, ist eigentlich nicht normal. Normalerweise macht man die an einen oder anderen Versuch und der gelingt in der Regel nicht beim ersten Mal. Man hat es vielleicht zum Beispiel hier, wenn der Winkel von diesem Riemen nicht stimmt, das merkt man dann, wenn man die Scheide gebaut hat und dann macht man halt noch eine. Dann hat man vielleicht einen Tag, vielleicht auch zwei Tage investiert in so eine Messerscheide, hat aber sehr viel Erfahrungen gesammelt. Und nach meiner Erfahrung ist es so, die nächste Messerscheide, die geht dann ruckzuck. Da hat man dann innerhalb von 1-2 Stunden die Korrekturen gemacht, also nur den Winkel zum Beispiel geändert. Oder wenn man zum Beispiel im Ablauf was falsch gemacht hat, mit zum Beispiel, wenn man den Druckknopf hier vergessen hätten, ihn vor der Naht zu setzen, hätten wir uns schwierig getan. Beim zweiten Mal geht das alles schneller. Da weiß ich ganz genau, okay, das hat nicht funktioniert, also verbessere ich das dann. Und in der Regel hat man dann innerhalb von 1-2 Stunden eine neue Scheide gebaut. Diese ganzen Tipps zur Entwicklung, wie man mit dem Leder, Radien und so weiter umgeht, was man berücksichtigen muss, haben wir alles nochmal in unserem Werkzeugwissen-Blog aufgeschrieben. Da könnt ihr das alles nachlesen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr könnt in der Praxis damit wirklich was anfangen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Diktum YouTube-Kanal und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal bei Diktum.